Ja, hallihallo und willkommen zur 50. Folge des FIFA 13 Karrierenmodus mit MSV Frankfurt und die startet direkt mit einem Riesenkracher, dem Derby schlechthin für den MSV Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, heute also die 50. Folge, was für mich erstens bedeutet, ich habe mir gedacht, ich mache sie ein bisschen länger, seht ihr an der Länge, diesmal ungefähr 17, 18 Minuten, sind quasi. Also offiziell ist es Folge 50 und 51 zusammen. Das heißt, ihr habt 6 Spiele heute. Das sollte, denke ich mal, ganz okay sein dafür, dass Adrian hier das 1:0 erzielt. Und ja, 50. Folge also. Ziemlich geil, dass wir es schon so weit gemacht haben, dass ihr mich bis hierhin unterstützt habt und es hoffentlich auch weiterhin tun werdet. Das freut mich auf jeden Fall immer wieder, die Kommentare und dann die Likes und so ein Zeug unter den Karrieremodus zu sehen, weil das echt immer motivierend ist. Und auf jeden Fall, ja, wird es heute doch eine ganz schöne Aufgabe für mich, 17 Minuten lang in Folge zu kommentieren, denn ganz ehrlich, ja, ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen krank, das dürfte man ja an meiner Stimme hören. Und da probieren jetzt nicht so oft zu husten oder sonstiges, das könnte schon ziemlich, ja, schwer werden, aber wir probieren natürlich unser Bestes, denn, ja, Qualität ist hier angesagt auf dem Channel, ne? Und der nächste Pokal, Derbyheld ist schon gefunden mit Kranio, der diesen Elfmeter wunderbar hält. Und ihr hört gerade meine Stimme. Tut mir leid, aber damit müsst ihr leben, wenn ich 17 Minuten lang kommentieren soll. Hält den Elfmeter und im Gegenzug ist der zweite Derbyheld auch schnell gefunden, Adrian, mit seinem Doppelpack. Also der Typ. Ja, ich bin mittlerweile echt froh, dass ich ihn gekauft habe. Ich war ja kurz davor, ihn nicht zu holen, da er so teuer war und ich hätte für das Geld viele, so zwei andere Spieler holen können, dann hätte ich nur einen Spieler, zwar nur, hätte ich zwei Spieler gehabt, aber nicht Adrian. Und ihr seht ja, wie er bei uns abgeht. Hat, glaube ich, auch so mit die meisten Torvorlagen der Liga und Tore schießt er ja auch dauernd. Aber die Eintracht wohl hat sich hier noch nicht aufgegeben nach dem 2:0. Gutierrez setzt sich durch, klasse Flanke und jetzt ein wunderschönes Tor von Karim Madmour. Ja, da ist nichts zu machen für Kranio. Den einen Schritt, den ich rausgegangen bin in Richtung Flanke, war wohl der Fehler. Aber okay, wunderbares Tor und dann direkt nächste Situation. Inouye wird nicht richtig attackiert und plötzlich steht es 2:2. Und all unsere wunderbaren Vorbereitungen wie ein gehaltener Elfmeter sind zunächst mal Geschichte. Ja, 2:2 im Derby zu Hause, wenn wir oben dranbleiben wollen, ist natürlich zu wenig. Adrian, dann der nächste Zaubermoment. Klasse Pass in den Lauf von Bergrot. Und das lässt er sich nicht nehmen. 3:2 Führungstreffer. Und damit hatten wir natürlich wieder alle Trümpfe in unserer Hand. Das wollten wir uns nicht mehr nehmen lassen. 90. Minute, noch einmal Adrian. Wunderbarer Lupfer für Benzia. Der kann hier für die Entscheidung sorgen. Schaltet an Trapp. In der Mitte kommt Adrian nicht mehr ran. Und so geht die Partie 3:2 aus. Wunderbares Ergebnis für uns, sicherer Sieg, nicht wirklich, und direkt nachdem wir ein Derby gespielt haben, wird unsere Arbeit bei Belgien benotet und dann geht's in den Pokal, ausgerechnet gegen den Gegner, gegen den wir bisher dreimal verloren haben, Nürnberg, gegen den haben wir dreimal in Folge verloren, saisonübergreifend, also unser absoluter Angstgegner. Also schlimmeres Los konnten wir nicht bekommen. Ich meine, lieber Bayern oder Dortmund, aber nein, es musste Nürnberg sein und Kranio fliegt direkt beim Ball vorbei. Erste große Chance für Nürnberg. Also, ich weiß nicht, was es ist, aber gegen Nürnberg habe ich einfach die Riesenprobleme. Ich glaube, es ist das Team, was EA so eingestellt hat, dass sie gegen mich immer gut spielen. Nächste Flanke, 1:0 Nürnberg. In diesem Moment sind wir raus aus dem DFB-Pokal. Aber wir wollten diesmal zeigen, dass wir gegen Nürnberg doch bestehen können. Heyhurst, der diesmal spielen durfte, ich hatte ein bisschen Dingsproblem zu kämpfen und Eli probiert es mit der Hacke und schiebt ihn am Tor vorbei. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Fischer diesmal setzt sich durch. Das ist gut, das ist perfekt. Eli Schäfer. Oh, und ja, wenn man seine Chancen nicht macht, schaltet man auf sehr offensiv. Und wenn man auf sehr offensiv schaltet und hier den Ball im Mittelfeld verliert, ist es Kiyotake, klasse gespielt, Mendler, Kiyotake in der Mitte ist Pekard. 2:0 Nürnberg in der 71. Minute. Das sieht nicht wirklich danach aus, als dass da noch was gehen sollte. Adrian und Bergrot, auch wenn sie nicht wirklich Fitness hatten für das Spiel, sollten daran dann was ändern. Eli gewinnt dann endlich mal hier so einen Zweikampf oder so ein Dribbling, ist dann frei durch und ja. Das ist natürlich nochmal die Hoffnung. Legt rüber, Taylor, den muss er machen. Macht er 2:1 Anschlusstreffer in der 85. Minute. Und dann schreiben wir die 91. Minute. Und jetzt aufgepasst, der Antritt von Adrian.
Wunderbare Antritt, zieht in die Mitte, noch ein bisschen Trick, 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 zieht, tunnelt, Ausgleich. Adrian, Adrian, Adrian. Also, ja, kommt rein und wie wichtig er ist, zeigt er ja eindeutig mal in dieser Situation. So geht es in die Verlängerung. Und dann, in der 100. Minute, ist Adrian plötzlich völlig frei durch, kann uns hier in Führung schießen. Diesmal ist Schäfer allerdings auf dem Posten. Und so weit bleibt es weiterhin beim 2:2. Bergrot dann in der 110. Minute zieht in die Mitte. Bergrot auf Ilai. 3:2 Führungstreffer, 111. Minute. Wir führen tatsächlich gegen den ersten FC Nürnberg. So kurz vor Schluss. Und es reicht. Zweiter 3:2 Erfolg innerhalb von 2 Spielen nacheinander quasi. Wenn das nicht mal ja, mehr als glücklich ist. Aber was soll's, Juninho ist wieder fit. Außerdem müssen wir für Belgien nochmal unser Team neu einstellen, nochmal sehen, ob wir da nicht noch was ändern wollen. Ansonsten haben wir noch unseren Jugendreport, denn der ist ja auch meistens relativ interessant, denn da könnte ja ein Spieler dabei sein, der uns in nächster Zeit, ja, doch was ziemlich, ja, gut helfen könnte. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, deswegen habe ich ein bisschen den Satz vergeigt. Aber okay, ich bin wieder da. Und wir bieten unserem allerersten jungen Spieler einen Vertrag an, und zwar den Herrn José Ramírez. Hatte, glaube ich, Adrian hier nebenbei, Spieler des Monats, wird gerade mal eingeblendet, hat auf jeden Fall verdient. Nächstes Partie gegen Stuttgart. Also Ramírez, unser neuer junges Talent, hat, glaube ich, Potenzial auf 93, von 93, was natürlich recht ordentlich wäre. Und wir sind, Entschuldigung, zu diesem Zeitpunkt punktgleich mit Borussia Dortmund und haben dann natürlich die Chance, heute mit einem Sieg vielleicht die Tabellenspitze der oberen. Erste Chance, Adrian, klasse Dribbling. Also der ist so dribbelstark, dieser junge Mann. Das ist wirklich sensationell. Fischer dann mit der nächsten Situation, probiert es auch mit dem Dribbling, legt drüber, Taylor, und ganz außen ist Teixeira, Franke, Taylor. Oh, das wäre ein wunderschönes Kombinationstor mit einem sensationellen Abschluss gewesen. Aber, erste Chance für VfB Stuttgart jetzt über Harnik, der sieht Heinal, der sieht Cavallo, der sieht Funk, und plötzlich steht es 1:0 mit dem allerersten Torschuss von VfB Stuttgart. Nächste Chance Stuttgart, gerade so gehalten von Kranio der Freistoß, und da war wieder dieser Glitch, dass der Name unten bleibt. Aber wir wollten nicht hier mit einer Niederlage leben, Benzia setzt sich mit allem durch, was er hat. Und es steht 1:1 in der 84. Minute. Ja, ganz wichtiger Ausgleich auf jeden Fall. Der Niederlage hätte uns doch deutlich geschadet. 90. Minute, noch einmal Niklas Bergrot. Wird es wieder ein Last-Minute-Treffer? Außen vorbei an Sakai. Bergrot legt ihn wunderbar in die Mitte und wird geklärt zur Ecke. Nachfolgende Ecke kommt dann rein. Adrian bringt sie. 90. Minute, Ilai in der Mitte, verpasst. Und Omero legt ihn noch einmal zurück auf Bergrot. Chance lebt noch. Vilena auf Churchi, auf Hewitt, der verliert ihn. Und ja, es bleibt beim 1:1. Keine Hoffnung mehr für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen sollten. Damit bleibt natürlich die Tabellenspitze erstmal unangetastet. Und die Presse dankt uns dafür, dass wir Juninho spielen lassen haben und ihn dann ausgewechselt haben, da ja er quasi einen wunderbaren Standing Ovation von den Fans bekommen hat, dafür, dass er nach seiner langen zweiminütigen Verletzung und so wieder gespielt hat. Aber ja, das waren so die ersten, der erste Teil des Kommentars waren die ersten drei Spiele, und ihr seht schon, nächste Partie, diesmal gegen Barcelona, kurzer Blackscreen, tut mir leid dafür. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Leistungscheck für den Fußballverband Belgien. Sie bieten mir einen neuen Vertrag an. Aber ich habe euch ja gesagt, ich werde den Vertrag wohl nicht verlängern, denn das Team gefällt mir nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Steht nochmal alles da. Ich habe alles, was sie wollten, erreicht. Also ich weiß nicht, warum. Ich bin in der WM ausgeschieden und ja, ich dachte schon, dass sie höhere Ziele hatten. Auf jeden Fall bieten sie mir also einen neuen Vertrag an. Ich werde allerdings, ja, ihn nicht annehmen, denn ja, Spielstil mit Belgien gefällt mir irgendwie nicht so, zu viel individuelle, und hoffe, dass ich ein Dings bekomme, ein Angebot von einem Team, was mich interessiert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt, wo ich am liebsten als nächstes trainieren soll, ob's, weiß nicht, Deutschland, Brasilien, England, Argentinien, Spanien, Portugal, was auch immer, Frankreich, Italien. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wo ich am liebsten hin soll, das nächste Mal. Und ja,
Jetzt geht's in die nächste Partie des UEFA Champions, der UEFA Champions League, oder besser gesagt des Champions Cup. Wir befinden uns zurzeit auf dem letzten Platz mit einem Punkt. Den haben wir geholt gegen eben FC Barcelona zu Hause. Diesmal allerdings in Barcelona und die zeigen direkt von Beginn an, was hier los ist. Sergio Busquets 1:0 in der 8. Minute. Aber ich hatte, wie gesagt, wieder ein ziemliches B-Team aufgestellt. Interessiert mich halt nicht, interessiert mich nicht. Kreuz. Was hier passiert? Nächste Chance. Messi gegen Kranio. Kranio sollte in diesem Spiel über sich hinauswachsen. Das werdet ihr spätestens nachher noch sehen. Eli dann hier gegen Mangala, den sich anscheinend Barca gekauft hat. Der ist aber ziemlich schnell, bleibt an Eli dran. Aber Eli setzt sich irgendwie durch, bringt den Ball, weil das nicht weit genug. Taylor, Ausgleichstreffer in der 18. Minute. Ganz wichtiges Tor. Und außerdem ein wunderschönes in Sachen Eli und seine Willenskraft. Also da hat sich wirklich klasse durchgesetzt. Nächste Chance, diesmal Messi zieht ihr einfach vorbei und klatscht das Ding an den Pfosten. Also da waren wir schon ein bisschen glücklich. Stattdessen aber zweite Hälfte und es lief irgendwie halbwegs in dieser Partie. Chorchi schön in die Mitte und der sieht Eli und der wird ja wohl nicht. Eli lässt Pique aussteigen und plötzlich steht es 2:1 für den FSV Frankfurt. Ja, das sollte hier unser bestes Champions League Spiel werden, ohne Zweifel. Nächste Chance, diesmal Messi, Weitschuss und Kranio greift über. Wunderbare Parade, kann er sich selbst feiern auf jeden Fall. Nächste Aktion, wieder Messi gegen Mangala, Busquets bekommt nochmal den Ball, Pique und wieder ist Kranio da. Also, wunderbare Situation hier gerade für Kranio, zwei sensationelle Paraden. Wieder Ecke, wieder wird's gefährlich. Messi legt ihn auf Mangala und diesmal ist der Schuss leider Gottes zu platziert. 2:2 Ausgleichstreffer, trotzdem mit Abstand unser bestes Spiel bisher in der Champions League. Aber, wir hatten weiterhin unsere Chancen. Barca hat dann aufgemacht, wollte den Sieg auf jeden Fall haben. Wir konnten kontern. Bergrot setzt sich durch für Heyhurst, der verliert den Ball. Hibbert nochmal, der bekommt zu viel Platz. Und es steht tatsächlich 3:2 für den FSV Frankfurt. Im Camp Nou, obwohl es ja hier nicht Camp Nou heißt, aber in Barcelona. Und stattdessen, dass Barca hier irgendwie auf, also drängen natürlich auf den Ausgleich, haben wir 92 Minuten. Eli kann alles klar machen, scheitert aber an Victor Valdes. Aber ganz ehrlich, es ändert nichts mehr daran, dass wir unseren größten internationalen Erfolg feiern. 3:2 beim FC Barcelona. Wäre das K.O.-Runde, wäre das eine Riesenausgangslage für ein Rückspiel. Aber egal, wir haben jetzt 4 Punkte und haben noch 2 Spiele vor uns. Vielleicht geht noch was auf jeden Fall in Richtung Europa League. Das hoffe ich ja mal mindestens, dass wir das schaffen. Das wäre auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall nächste Partie. Diesmal zu Hause gegen Hannover Liga-Alltag. Wir befinden uns zurzeit auf Platz 2. 2 Punkte hinter Borussia Dortmund. 1 Punkt vor Hoffenheim. Und das bedeutet natürlich, mit einem Sieg könnten wir weiter oben dran bleiben. Bei einer Niederlage fallen wir wohl ein paar Plätzchen zurück. Erste Chance, 1:0. Didier Yalcunar nach Fehlpass von Zuma, glaube ich. Und leicht abseits verdächtiger Position, aber wird es wohl nicht gewesen sein. Einfach später in der Halbzeit Benzia-Klasse durchgesetzt. Und in dieser Partie bin ich nur an Zieler im Tor, verzweifelt. Nächste Chance, Adrian, wieder ist Zieler da. Schöner Pass vorher von Benzia mit der Hacke auf Adrian. Also die zwei, das ist schon so ein kleines Traumduo, was sich da gebildet hat. Fischer, nächste Situation, wieder Platz, wieder setzt er sich klasse durch, super Schussposition und diesmal fehlt nur ein bisschen zum Torerfolg. Und es ist ein Daueranrennen unserer Mannschaft. Nächste Chance, Taylor, und da hat er jetzt eine Menge Platz, eine Menge Zeit. Taylor, und auch er scheitert an dem überragenden Zieler da im Tor von Hannover. So schreiben wir es schon die zweite Halbzeit. Fischer diesmal setzt sich hier nicht durch, sucht den Doppelpass Adrian für Benzia. Und ja, diesmal allerdings ist Benzia so kaltschnäuzig, um in der 69. Minute zu treffen. Sieht noch die gelbe Karte für einen Foul vorher. Macht nichts. Zweite Chance für Hannover in dieser Partie. Rausch mit der Flanke und Yalcunar völlig frei. Oh, da muss er mehr draus machen. Stattdessen dritte Chance für Hannover. Yalcunar super im Doppelspiel mit seinem Sturmpartner, aber da braucht er zu lange. Schafft es trotzdem zu schießen am Ende und diesmal ist es wunderbar, Kranio mit der Parade. Und so läuft dann der Konter, Benzia, 88. Minute, setzt sich hier durch gegen Philippe. Aber Philippe ist deutlich schneller ohne Ball als er, schafft es aber nicht, den Ball zu drängen. Es gibt Vorteil und es gibt dann doch keinen Vorteil. Und jetzt? Jetzt gibt's Elfmeter. Jetzt gibt es Elfmeter, 90. Minute. Hier gibt's einen Foul, okay, aber danach, ich weiß es nicht. 11 Meter, 90. Minute, Benzia und er bleibt eiskalt und verwandelt zu seinem Doppelpack.
90. Minute. Wie wichtig ist dieser Treffer? Vielleicht noch hingesehen auf die komplette Saison. Er könnte so wichtig werden. 2:1 gewinnen wir gegen Hannover. Und jetzt sehen wir mögliche Nationaltrainerposten Türkei und Deutschland. Und tut mir leid. Bergrutz kriegt seinen allerersten Nationalelf-Einsatz, glaube ich. Für Schweden hat er sich auf jeden Fall verdient. Aber, es geht die Partie gegen Borussia Dortmund in Dortmund. Die haben 3 Spiele in Folge mindestens gewonnen. Aber wir haben beide Spiele bisher gegen Dortmund in der letzten Saison gewinnen können. Damit haben wir natürlich eventuell einen kleinen psychologischen Vorteil, dass wir zweimal gegen Dortmund gewinnen können. Aber ich sage euch direkt, so wie in dieser Partie wurde ich noch nie von einem Team an die Wand gespielt. Also ich dachte, bei Schnee können sie nicht so mega gut kombinieren, aber seht euch an, alles ein Passspiel. Also alles direkt Pass und Perisic mit der allerersten Gelegenheit. Kranio mit der guten Parade. Also ich glaube, Kranio wird euch allen mittlerweile relativ gut gefallen. Er hat sich im Tor da schon prächtig entwickelt, zeigt seine Riesenparaden. Aber nächstes super Zusammenspiel. Lagic und plötzlich steht Schmelzer komplett frei in der Mitte. Keine gute Zuteilung und ja, so steht es dann 1:0. Erste gute Chance für uns ist dann Benzia mit diesem Weitschuss. Aber Weidenfeller hat aufgepasst. Ist jetzt Zeit auch in echten Topform. Aber da hat er aufgepasst. Stattdessen Reus. Nächste Chance gegen Kranio und da fehlt nicht viel zur 2:0. Ihr seht schon, ich hatte eigentlich nach vorne kaum Chancen. Stattdessen immer wieder Dortmund mit diesem sensationellen Pass und Dribbling. Also das war schon ziemlich heftig, nicht nur so Götze, aber der geht doch deutlich daneben. Ja, wir wechseln da mal aus, bringen Ramirez, unseren jungen Nationalspieler, und Adrian in die Partie. Stattdessen nächste Chance, Santana, Kranio, klasse Reflex, nochmal Santana, Hummels, Leitner, Hummels, und da fehlt wieder nicht ganz so viel. Also ihr seht schon, so sehr wurde schon hier an die Wand gespielt. Ramirez also dann mit seinem Debüt für unsere Mannschaft, vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Ja, hat, glaube ich, zurzeit ein Rating von 60 oder so. Kranio diesmal wieder gegen Perisic rechtzeitig unten. Ja, relativ solide. Und dann 87. Minute jetzt gleich. Unsere allererste richtige Torschuss, abgesehen vom Weitschuss. Ila setzt sich klasse durch und steckt durch vor Adrian. Der setzt sich durch. Und das ist nicht der Ausgleich, denn Weidenfeller verhindert, dass wir ziemlich unverdient noch einen Punkt mitnehmen. So verlieren wir leider Gottes unsere dritte Partie oder sowas in den Dreh. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die überlange Folge bewerten könntet und wir, ja, uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiederhören. Sind zurzeit auf Platz 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.